Lassen wir ihn erstmal hier liegen. So, hier war die andere Reihe. So. Reihe 1. Na. Ich glaube, so viel Dreck brauchen wir hier gar nicht verbauen, wie hier rumliegt. So, nächste Reihe. Vielleicht höre ich nach den Pyramiden noch einfach auf. Dann kann ich meine Stimme ein bisschen schonen. Oder es wird bis dahin besser. Abwarten. Nach. Ja. Dann drück auch noch die falsche Taste. Und setz noch mehr Blöcke hin. So, hier kann ich mal ein bisschen was reinsetzen. Wenn schon komplett ausgefüllt, dann aber auch bitte richtig. Ich glaube, ich baue trotzdem tendenziell mehr ab, als ich hier reinsetze. Andererseits wird es jetzt eh dunkel, das wäre dann der perfekte Zeitpunkt, ein paar Stacks vielleicht wieder in die Kiste zu legen. Wegräumen können wir ja zum Schluss immer noch. So. Ich kann die Kiste wohl bald verlegen, aber hier in der Ecke kommt ja jetzt nicht mehr so viel hin. Dann geht es ja mehr da lang, das heißt, es lohnt sich jetzt nicht, die Kiste zu verlegen. Nee. Also, hier wird Ende sein. Dann wird es da vorne ein bisschen breiter gehen. Ich denke, dass wir hier 4 oder 5 in der Reihe hinkriegen. Also bis da vorne, da kommt dann der große Turm hin. Und hier kommt dann die Mauer drum. Vielleicht noch 2 Reihen grün. Das entscheiden wir aber, wenn wir die Mauer bauen. Wollte ich nicht ein paar Stacks wegwerfen? Egal. Ist nur Dreck, der hier liegt. Und fertig. Na? So, jetzt aber. Und fertig.
Dann machen wir hier noch den Rand weg. Und hier die eine Reihe. Oder wir machen es direkt bis zum Weg und bauen wirklich mal eine etwas solidere Mauer hier hin. Denn das wird jetzt ja eine ganze Zeit der Abschluss bleiben. Das wäre natürlich auch eine Idee. Naja, machen wir aber erstmal weiter. Das entscheide ich, sobald heute die Pyramiden stehen, dann machen wir da noch ein bisschen was. Jetzt werfe ich aber wirklich mal ein paar Stacks weg. Der ganze Dreck hier. Wer weiß, vielleicht brauchen wir ihn irgendwann mal. Ich meine, in anderen Spielen wie Terraria oder Starbound gibt es auch den Dirt Brick. Wer weiß, ob der nicht hier auch mal irgendwann eingeführt wird. Und dann stehen wir da. Und wollen alles nur noch mit Dirt Bricks bauen. So. Nehme ich sofort alles mit, was ich noch irgendwie brauche. Und mache auch schon mal so. Und Cobblestone braucht man ja eh immer. So eine richtig solide Cobblestone-Mauer haben wir auch noch nicht. Na doch, haben wir an einigen Stellen. Aber jetzt nicht hier. Und wir haben ja hier genug Cobblestone zum Abbauen. So, hier vorne hin flacht es dann schon ein bisschen ab. So. Schon wieder voll? Ach, das gibt's doch nicht. Ja, hier machen wir jetzt Halbsteine hin. So. Kohle holen wir uns raus, sobald wir Platz haben. Das gilt für beide Kohlefelder. Das mache ich jetzt noch schnell hier weg, sonst vergesse ich das nur.
Naja, der eine Kohleblock. So. Ach nee, da muss ich auch wieder abbauen. Und dann können wir auch das hier erstmal fertig bauen. Wollt jetzt schnell da hingehen und schon mal die unterste Reihe setzen. Dann hätten wir ein bisschen Platz gehabt. So. Und nächste Reihe. Ne, da geht's raus. Ich bin gespannt, wie die ersten Texturen für diesen Block aussehen. Ich finde den eigentlich auch so ganz schön. Dieses Kachelmuster, das könnte man schön als Fliesen verwenden. Nee. Da habe ich ein bisschen zu wenig gemacht. Weißt du was? Keine Lust jetzt für die paar Blöcke. Mach erstmal nur einen Stack. Oder nur 60. Nö. So, wieder eine fertig. Toll, bis auf die Kohle kann ich alles mitschleppen. Hier noch eine hin. Sieht gut aus. Dann brauchen wir noch Platz für zwei weitere. Ich denke, das reicht. Das Wasser können wir erstmal lassen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14? Ach ja, 14. Gut, drumherum muss das Wasser jetzt natürlich eingedämmt werden. Da wir sonst Probleme kriegen, unsere eigenen kleinen Flüsse hier drauf zu machen. Wird schon wieder dunkel. Gibt's doch gar nicht. Ein bisschen anders hinsetzen. Kann ich noch was wegwerfen?